In den Morgenstunden beginnt die Schicht von Ilka Fischer und Tom Meyer mit einer Fußstreife durch Köln-Ballental. In einem menschenleeren Park entdecken die Beamten ein Zelt. Und das, obwohl wildes Campen in diesem Bereich ausdrücklich untersagt ist. Arnold für die 15:30. Arnold, ja. Hallo. Mach einen Einsatz auf dem Matthias-Kirch-Platz. Hallo. Ja, hab ich verstanden. Jemand zu Hause? Guck mal rein. Oh, es klimpert, klappert. Okay. Ja, Reißverschluss war verzippt. Alles gut, alles gut. Nö, ist leer. Da wohnt jemand, oder? Ja, mit Müsli und... Obdachloser vielleicht? Ist noch warm. Also meinst du, war gerade jemand noch hier? Ist uns aber keiner entgegengekommen, ne? Nee. Aber hier Taschen und so. Naja, gut. Hoffen wir, dass das da... Ilka, guck mal da rüber. Da steuert doch jemand, oder? Hat jemand Stress, ne? Ja. Gehen wir mal gucken. Vielleicht haben die auch jemanden gesehen hier. Ja, ja, genau. Gute Idee. Ich geh's links, ich geh rechts. Ja. Hallo. 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 Guten Tag, hier ist die Polizei. Hallo. Guten Tag. Lassen Sie kurz mal die Mülltonne sein. Haben Sie was in der Hand? Ja. Bitte, bitte kurz hinlegen, genau. Kommen Sie zu mir. Ja. Sie haben sich gestritten? Ja, er hat hier gerade mein Geld aus meinem Rucksack geklaut. Du mir überhaupt, ich bin von der Stadtwerke, ich mache hier sauber und sie meint, ich hätte sie beklaut. Haben Sie aber nicht? Nein, habe ich nicht. Doch, hat er. Ich habe es doch genau gesehen. Ach, ist Quatsch. Was ist Ihnen entwendet worden? Mein Portemonnaie. Ihr Portemonnaie? Ja. Ja. Das soll ihr aufgenommen haben. Ja. Das haben Sie auch beobachtet. Ich weiß doch noch genau, wie viel Geld da drin ist. Ist Ihnen runtergefallen, oder? Nee, der war in meinem Zelt und hat das aus dem Rucksack genommen. Ich will doch nicht an fremde Leute Zelte dran. Das Zelt von eben, das da drüber, der Ecke, ist von Ihnen? Ja. Okay, gut. Da können wir gleich noch mal ein Wort drüber verlieren. Während Ilka Fischer die Personalien aufnimmt, untersucht Tom Meyer den Papiermüll, den der Angestellte von der Stadtreinigung bisher eingesammelt hat. Ein Portemonnaie taucht dabei allerdings nicht auf. Wo waren Sie denn? Weil Sie jetzt sagen, Sie haben das beobachtet, Sie waren aber nicht im Zelt, ne? Nee, ich war kurz ein bisschen draußen, dann habe ich gesehen, dass er sich an meinem Zelt zu schaffen gemacht hat. Und dann bin ich halt rausgegangen und habe gesehen, wie er mit meinem Geldbeutel weg ist. Ja. Tom, magst du bei Ihnen gerade einmal kurz schauen? Ja, machen wir mal. Was fehlt Ihnen denn? Sie sagen Portemonnaie, was ist haben das Sie, denn für eins? Was haben Sie da drin? Das ist so ein Lederbeutelchen, so ein Münzbeutel, wo, da müssten noch 42 Euro drin sein. 42 Euro, so ein Leder, welche Farbe? Braun. So einen braunen Lederbeutel, 42 Euro Inhalt. Guck mal. Machen Sie das mal raus. Ja, das ist mein Geldbeutel. Den habe ich da vorhin gefunden, den wollte ich nachher mitbringen, damit ich das im Fundbüro abgeben. Warum denn nicht gleich? Warum denn nicht gleich? Wenn Sie ich das nicht aus dem Zelt genommen habe. Ich habe das hier auf den Weg gefunden. Wenn Sie einen Geldbeutel auffinden, ja, bedeutet das nicht automatisch, dass Sie es auch gestohlen haben. Hatten Sie schlechtes Gewissen oder warum haben Sie es nicht gesehen? Da sind keine Ausweispapiere drin. Ich weiß nicht, wem es gehört. Deswegen wollte ich es. Aber die Dame sucht doch ihren Geldbeutel. Aber die Unterhaltung führten wir ja gerade schon. Da haben Sie auch tatsächlich abgestritten, überhaupt irgendwas gefunden zu haben. Das ist ja wirklich was anderes. Hätten Sie sagen können, ich habe gerade was gefunden, das wollte ich zum Fundbüro bringen oder sonst irgendwas. Also tatsächlich machen Sie es uns hier nicht leicht, ne? Ja. Was auch eine Fundunterschlagung wäre, ne? Haben Sie einen Ausweis hier? Nee, ich habe keinen Ausweis. Sie haben Zelt? Können wir da gleich einmal kurz nachgucken? Da sind ja noch Sachen von Ihnen, Rucksack. Ich bin auch schon volljährig und so. Also. Ja, aber gucken wir gleich noch mal nach. Wir müssen ja da die Daten für aufnehmen. Hast du seine Personalien aufgenommen? Habe ich. Die junge Frau ist sehr daran interessiert, die polizeiliche Maßnahme so schnell wie möglich zu beenden. Wenige Augenblicke später wird klar, was die Camperin zu verbergen hat. Haben Sie eine Familie? Na, gucken Sie, geht doch. Ich frag die kurz mal ab, ja. Ja, mach mal kurz. Okay, so. Geld gebe ich Ihnen dann gerade schon mal. Ist ja Ihres, ne? Haben Sie ja gesagt. Danke. Okay, alles klar. Okay. Ja, aber für die 15:30? Die Temperaturen eigentlich doch nicht so, ja, so super, dass man jetzt. Also, mein Ausprobieren ist ja super, Natur und so, aber doch nicht bei dem Wetter. Ja, ich wollte mal raus von zu Hause, deswegen. Ja. Gut. Bei Freunden oder so wäre jetzt keine Option gewesen. Nee. Ich wollte ein bisschen meine Ruhe haben. Und ja gut, das ist ja legitim. Aber Sie müssen das tatsächlich gleich dann abbauen, ne? Also es ist hier nicht gestattet. Okay, mach es. Okay. Okay, dann warten wir kurz, was das Ergebnis hier vom Kollegen ist. Ja, der 14:30 für den Arnold. Komm, Arnold. Ja, die Person Burs Maya aus 01-06-2001 wird vermisst seit 2 Tagen. Frage verstanden. Ja, dann haben wir schon mal eine gute Nachricht. Wir haben die Frau Burs vor uns stehen. Vernommen auch minderjährig. Ja, ist der Arnold doch mal, das habe ich mit. Werde versuchen, dann über Draht die Eltern zu benachrichtigen. Ihr kommt dann rein, ja?
Genau, habe ich verstanden. Wir kommen dann rein. Ja, Arnold, Ende. Also jetzt mit dem, wir sind gerade mal ganz kurz nur hier oder so. Vermisstenanzeige heißt ja schon, gibt es Stress zu Hause, ne? Was ist das denn hier? Ja, ich bin schwanger und ich habe mich getraut, das meinen Eltern zu erzählen. Okay. Und habe also halt sind Angst, jetzt, nach Hause zu Sie kommen. Sie sind beim Arzt gewesen, Schwangerschaft ist festgestellt worden und jetzt haben Sie Sorge, wie Ihre Eltern darauf reagieren oder wie es jetzt weitergehen soll. Ja, deswegen bin ich auch von zu Hause weg. Okay, das ist aber keine Option, abzuhauen. Weil 9 Monate lang im Zelt mit dickem Bauch oder so. Also, dass man da Zeit braucht, sich vielleicht mal drüber klar zu werden, verstehe ich. Da gibt es aber Beratungsstellen, auch wenn man mit Mama und Papa nicht reden will, kann man sich Hilfe holen. Aber hier so macht keinen Sinn. Unglücklicherweise passiert das immer mal wieder. Es ist jetzt nicht gang und gäbe, aber natürlich werden minderjährige Mädchen schwanger und befinden sich dann in einer Zwickmühle, in einer Zwangslage. Nicht jeder Erzeuger, nicht jeder Mann steht dann schon mal generell zu dem Kind oder auch Jugendliche untereinander. Die Kinder haben Sorge, wie sie es ihren Eltern sagen sollen oder wissen selber nicht, was passiert mit mir oder das war ein One-Night-Stand. Man hat gar nicht die Absicht gehabt, miteinander länger zusammen zu sein. Okay. Frau Burser, scheint sich jemand zu rufen. Wer ist das? Wer kommt da? Was machst du denn hier? Kommen Sie mal hier. Bleiben Sie stehen, junger Mann. Hallo, bleiben Sie stehen. Hallo, ich rede mit Ihnen. Kommen Sie her. Laufen Sie doch nicht weg. Geh doch nur hier. Ich nehme an, das ist nicht für uns, oder? Nee. Kaffee. Kennen Sie die Dame? Nee. Sie haben sie doch gerade jetzt gerufen. Maya, haben Sie gesagt. Und die Dame ist tatsächlich Maya. Ach, sie sagt doch, so sie kennt sie. Kennen Sie den Mann? Klar. Wer ist das? Wir kennen uns. Von dem ist mein Kind. Wie? Was für ein Kind? Kommen Sie mal hier rüber. Kommen Sie zu uns. Kommen Sie mal rüber. Kannst du per Funk noch eben einmal sagen, dass der Funker Bescheid weiß, den Eltern, über ihren Zustand? Sie ja, mach ich, alles klar. Das mach einmal rüber. So, wer sind Sie denn jetzt? Hallo für die 50. Gessner ist mein Name. Ist ja, Herr Gessner. Ja. Ja, finde ich noch einen Nachtrag zu der Frau Burs, das vermisste Mädchen. Die Dame ist schwanger. Ja, der Arnold noch mal, ich wiederhole, wir sind Umständen, habe ich das richtig gehört? So ist es. Ja, hat Arnold mit. Wir sehen uns gleich. Arnold, Ende. Wenn das tatsächlich an dem ist, und davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass Sie hier mit der Maya Geschlechtsverkehr hatten, dabei ist offensichtlich ein Kind entstanden, und Sie jetzt hier zu besuchen, ist Ihnen auch klar, dass sie hier im Zelt wohnt im Moment? Ja, ich wollte ja Muffins und Kaffee bringen. Schön, dass Sie erstmal ans Leibliche wohlgedacht haben, aber dass Ihnen klar ist, dass hier ein 17-jähriges Mädchen von zu Hause ausgerissen ist, sich in einer erstmal schwierigen Situation befindet, sich mit dieser Lage erstmal klarkommen muss. Und Sie kommen jetzt hierher und bringen Kakao oder Kaffee oder was und Muffins. Ist schön, aber nicht Ziel und Zweck der Übung. Ja, wir müssen halt beide gucken, dass wir irgendwie mit der Sache da ja, aber doch nicht im Zelt. Und, wir sind nicht bei den Indianern hier. Ja gut, ich... Ich habe so das Gefühl, dass die Schwangerschaft nicht bekannt werden sollte für Sie, für ihr Lebensumfeld. Ne? Kann das sein? Ja, ich bin ein verheirateter Mann und meine Frau, wir haben sowieso schon Probleme. Und naja, deswegen... Schauen Sie mal, Sie haben jetzt ein Kind gezeugt. Ne? Sie haben ein Kind gezeugt und Sie übernehmen überhaupt gar keine Verantwortung. Marc? Ja? Ich komme... Ah, schönen guten Tag. Besserhoffen ist mein Name. Sie sind die Frau? Bus. Wir haben telefoniert miteinander gerade. Ja, prima. Ja. Ja. Also vorab, Sie sind ein bisschen nervös. Sie haben eiskalte Hände. Ja, natürlich. Alles gut. Die Tochter ist wohlauf. Okay. Zweifelsohne. Unser Streifer hat die gefunden. Was jetzt genau, weiß ich noch nicht. Das werden wir uns sicherlich gleich alles erklären. Aber wie gesagt, ihr geht's gut. Das ist erstmal die Hauptsache. Ja. Aber wir müssen vielleicht uns gerade noch mal zusammensetzen. Weil warum die weg war, kann ich alles nicht sagen. Weil es 2 Tage vermisst. Sie haben eine Anzeige aufgegeben. Ja, ja, eben. Dann kommen Sie gerade mal mit. Kommen Sie mal rein und nehmen Sie bitte mal Platz gerade. Zur gleichen Zeit erfahren Tom Meyer und Ilka Fischer mehr über die Affäre zwischen dem verheirateten Mann und der minderjährigen Schülerin. Der 42-Jährige schreckt offenbar von nichts zurück. Was mich interessieren würde, wusste er schon die ganze Zeit, dass Sie hier sind? Ja, ich habe eine Nacht noch bei ihm geschlafen vor ein paar Tagen, bevor ich dann hier mit dem Zelt hin bin. Und da hatte er mich dann aber versucht, mit Geld zu erpressen, dass ich das Kind abtreibe. Und dann bin ich abgehauen und habe mich halt hier in den Park. Also seit wann weiß er das, dass Sie eigentlich schwanger sind? Seit einer Woche ungefähr. Seit einer Woche. Was haben Sie denn da dabei? Geben Sie mal. Nichts. Ja, geben Sie mal her. Wir müssen jetzt hier keine Ringkämpfe machen. Was ist das? Ich habe mich informiert, und wie man sowas machen kann oder was es für Möglichkeiten gibt. Auch schon direkt den Arzt dazu rausgesucht, wie fürsorglich. Sie haben was ist das? Gedacht. Und Geld ist auch dabei?
Ja, sie hat ja nichts. Sie ist hier im Zelt und irgendwie wollte ich sie auch unterstützen. Ich ja, aber weniger unterstützen, diese Schwangerschaft gut umzubringen und ein gutes Kind zur Welt zu bringen, sondern das Kind hier damit, also sie zu überzeugen, das Kind abtreiben zu lassen oder was? Also ungefähr. Oh, sehr fürsorglich. Okay, wie schon gesagt, es ist Ihre Entscheidung. Und wissen Sie, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf die Dienststelle. Ja? Ja, genau. Ihre Eltern sind schon da und sie machen sich Sorgen um Sie. Ja. Und sie wollen sie unbedingt aber in die Arme schließen. Auf der Wache Köln-Mülheim will Marc Westerhofen den Eltern jetzt schonend beibringen, dass ihre Tochter schwanger ist. Der Polizeioberkommissar geht dabei äußerst sensibel vor. Hatten Sie denn in der Vergangenheit irgendetwas von einem Freundesbekanntenkreis mal feststellen können, mit dem sie da zusammen unterwegs ist? Kann ja sein, dass da vielleicht die falschen Freunde auf einmal auf sie eingewirkt haben. Oder sind, vielleicht muss ich leider fragen, halt, vielleicht sogar Drogen im Spiel oder Alkohol oder sonst irgendwas. Ich würde jetzt mal so sagen, können wir ausschließen, aber wer weiß das schon wirklich, ne? Aber die Leute, mit denen sie zusammen unterwegs ist, das sind die, die wir auch schon viele Jahre lang kennen. Ihre Freunde und Freundinnen halt, ganz normal, so wie immer. Wie ist überhaupt ganz anders. Ist sie noch in der Schule? Ja, ne? Ja. Und wie sieht's da aus? Ist sie da irgendwie auffällig abgestürzt oder ist das alles kontinuierlich weiterhin gut? Ich hatte schon den Eindruck, dass das alles in Ordnung ist. Also ich habe natürlich eine kleine Besonderheit, die muss ich Ihnen trotzdem noch mitteilen. Jetzt halten Sie sich fest, weil Ihre Tochter ist schwanger. Ui, das ist in der Tat eine große Überraschung. Tja, die Hiobsbotschaft, dass sie jetzt in Umständen dann ist, da habe ich ja wirklich lange gewartet, um den richtigen Moment zu finden, aber ich glaube, den gibt es eigentlich gar nicht. Ich war aber sehr, sehr angenehm überrascht, dass die Eltern, naja, sehr, sehr gefasst waren. Sie waren natürlich erstaunt und huch, wie konnte das passieren? Das ist auch ganz normal. Aber ich glaube, so wirklich realisieren wird man das erst vielleicht in ein paar Tagen. Aber kann ich davon ausgehen, ich weiß ja nicht, wie Sie jetzt selber dazu stehen, ich weiß auch nicht, wer es war, also wer der Papa dann sein soll oder ist, dass Sie der auch hinter der Sache dann stehen. Also wenn Sie da wirklich Probleme haben, wir haben Möglichkeiten, Sie da zu unterstützen. Also jetzt nicht böse, das Wort Jugendamt hat schon seinen Sinn, dass man da auch entsprechend Unterstützung bekommt. Das sind Spezialisten, die machen täglich nichts anderes als sowas. Gerade erst haben die Eltern den Schock verdaut, dass ihre Tochter ein Kind erwartet. Noch ahnen sie aber nicht, dass der Vater des ungeborenen Babys für sie kein Unbekannter ist. Bleiben Sie mal sitzen, ich komme gerade sofort. Ah, da seid ihr. Das ist die junge Dame. Hallo, du bist die Maja. Ja, ich habe schon viel von dir gehört. Ich habe auch noch jemanden, der dich gerne sehen würde. Ja. Würdest du mal gerne mal mitkommen? Habt ihr noch irgendwas für mich sonst? Nee, wir haben eigentlich auf der Fahrt schon alles besprochen, soweit. Hilfsangebote machst du dann, denke ich mal. Oder hast du schon. Kurz dem. Ansonsten, ne? Wenn du Sorgen hast, nicht mehr weglaufen. Lieber einmal mit Mama und Papa reden oder notfalls mit uns. Ja, mach's gut. Alles Gute für dich. Alles Gute noch, ne, für dich. Ciao. Tschüss. Ja, dann komm mal mit. Da sind zwei Menschen, die dich bestimmt gerne wiedersehen. Maja, was machst du denn? Ja, das ist doch egal. Was machst du denn für Sachen? Oh Gott, ich bin so froh, dass du da bist. Oh mein Gott. Oh Gott, geht's dir denn gut? Ja, soweit schon. Oh Gott sei Dank. Oh Gott, wir haben Todesängste ausgestanden. Wir wussten nicht, wo du bist und wir konnten dich nicht erreichen. Und das war wirklich. Oh, wir reden doch sonst immer über alles. Was denn los? Ja, ich hatte so Angst, euch das zu erzählen, weil das irgendwie. Weiß ich nicht, halt irgendwie. Auch für mich so schwer war und. Ja, das kann ich verstehen. Aber du weißt schon, wir sind immer für dich da, ne? Egal, was du machst, egal, was du tust, wir sind immer deine Eltern. Wir sind eine Familie. Das Aufeinandertreffen der Familienangehörigen, das empfand ich als, ja, war so ein bisschen Gänsehaut bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich gefreut. Es ist alles rund, es passt alles. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, warum die Maja nämlich dann ihren Eltern gestanden hat, nicht, dass sie schwanger ist, das war nämlich nicht das Problem, was sie ihnen sagen wollte, sondern von wem. Ja, und da habe ich mir echt überlegt, was passiert hier jetzt? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein gleichaltriger Freund, aber das war dann doch etwas anders. Von wem ist es denn? Das von Didi. Wie, von welchem? Von welchem Didi? Von unserem Didi. Nein. Der Freund?
Wer ist denn Didi, wenn ich mal ganz kurz fragen darf, weil Sie haben jetzt so gerade ein ganz anderes Problem. Das ist ein guter Kumpel von Henning und der geht bei uns in der Familie ein und aus und... Nur meine Frage, ist er so in Ihrem Alter wahrscheinlich? Ne? Das ist schon, also der ist ein erwachsener Mann, Maja ist ein Kind, das geht nicht. Der ist die letzten Tage bei uns ein- und ausgegangen, ich habe noch Mitleid mit ihm gehabt. Okay, alles gut. Seine Frau... Verstehe ich alles. Ist erstmal egal. Erstmal völlig egal. Tun Sie mir nur einen Gefallen, weil Sie haben jetzt eine Sache, die müssen Sie erstmal auf Vordermann bringen. Egal wer das ist, du gehörst dazu, komm her. Du musst dabei sein. Das ist doch keine Frage, natürlich. Es ist völlig wurscht, wer das erstmal ist und wer Didi ist, das auch völlig wurscht. Ich bitte Sie nur Folgendes, wenn Sie mit Didi sprechen, ja, wenn Sie das da irgendwie wollen, klären wollen und so, ne, machen Sie das nicht so, wie ein Neandertaler das vielleicht jetzt machen würde, mit der Keule drauf los und dann kommen wir nachher nochmal wieder. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Die Eltern wollen ihre Tochter nach Kräften unterstützen. Der werdende Großvater hat den Kontakt zum Kindsvater abgebrochen. Dieser will die junge Frau nur finanziell unterstützen. Das alleinige Sorgerecht wird die 17-Jährige erhalten.